Wir haben die ganze Mannschaft nicht ohne Grund da, sondern wir wollen euch ein bisschen fordern. Vielleicht kommen Sie alle mal mit nach vorne an diese Linie. Eine sogenannte Teambuilding-Aufgabe. Da kann man beweisen, wie gut man als Mannschaft zusammen agiert. Die Aufgabenstellung ist relativ einfach. Wir haben diesen weichen Ball und der muss im Prinzip, ohne dass man die Linie berührt, so weit wie möglich jenseits abgelegt werden. Die Regel ist, man darf im Prinzip diesen Raum nicht berühren, betreten. Ein Gliedmaß darf auf dem Boden, eine Hand, ein Fuß. Aber Sie alle vier zusammen können irgendeine Figur bilden, wie man möglichst weit nach hinten kommt und den Ball dann ablegen. Also nicht werfen, nur legen und für die ganze Maßnahme eine Minute Zeit, bis die Figur dann steht. Ja? Dafür haben Sie aber auch 40 Minuten Zeit zur Vorbereitung. Wir machen das ja Auflösung dann am Ende der Sendung. Und da das Ganze nur mit einem guten Gegner funktioniert, einer guten Gegnermannschaft, haben wir hier die Olympia-Auswahl der Sportgymnastinnen aus Fellbach-Schmieden. Sarah Rathmann, Regina Sergejeva, Nicole Müller, Mira Winterling, Vivian Niklas und Judith Hauser. So. Die Damen sind jetzt zu sechst. Erstmal herzlich willkommen. Für London schon qualifiziert. Dazu Glückwunsch. Wir sind sehr gespannt, was im August dann passiert. Ihr müsst vier auswählen, damit es gleich ist. Vier gegen vier, sonst ist es unfair, weil zu sechst kann man natürlich ein anderes Podest bauen als zu viert. Auch für euch die gleiche Aufgabenstellung. Alles klar. Und jetzt dürft ihr üben, dürft proben. Wir werden zwischenzeitlich mal rausschalten in den Flur, wo ihr probt, wie die Proben so vorangehen. Also viel Glück und wir sind sehr gespannt. Dankeschön und ab zur Probe. Die Sportgymnastinnen und die Fettcup-Mannschaft. Applaus nochmal. Eine Probe gewissermaßen auf Exempel. Und da wird diskutiert, da wird lamentiert. Ob die Lösung schon da ist, ist eine Frage. Aber die Stimmung ist noch gut, das ist prima. Also hier, ja, Liegestütz oder was wird das? Aha, ja, das wäre jetzt mal die ganz konservative Variante. So hätte ich es auch gemacht. Aber das ist noch, ja, obwohl schon Teambuilding. Die beiden halten fest. Frau Rittner guckt begeistert zu. Wir sind gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Okay, gleich sind Sie gefordert als Team. Ich gehe jetzt schon mal rüber, um die Benchmark mit diesen Damen hier festzulegen. Also klar war ja, dass ihr auch zu viert nur arbeiten dürft, weil vier gegen vier, das ist halt der Wettkampf. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze dauert eine Minute, ja, damit wir das ein bisschen begrenzen. Und damit die Nationalmannschaft der Sportgymnastinnen, die bei Olympia für uns antreten werden als Gruppe, hier eine gute Leistung haben, nehmen wir die Minute gleich unten, blenden wir sie ein. Und wenn die Minute rückwärts läuft, könnt ihr loslegen. Wenn ihr nach 15 Sekunden den Versuch beendet habt und denkt, es geht noch besser, könnt ihr natürlich einen zweiten machen. Innerhalb der einen Minute so viele Versuche wie nötig und nur ein Körperteil darf den Boden berühren. Also, dann macht mal die Minute rein, liebe Kollegen. Und ich sage, los geht's. Auf, bitte. Nicht schlecht. Jetzt kommen ja verschiedene zur Aufführung hier. 20 Sekunden noch. Ja, der zählt. Super. Klasse. Also, Respekt. Respekt. Ich würde mal vorschlagen, dass ich die beiden Schwächeren, also die waren alle drei super, aber die beiden Schwächeren nehme ich weg, damit wir den Besten in die Wertung nehmen können für die Tennisdamen. Vielleicht können Sie ein bisschen Platz machen oder den Platz tauschen vielleicht. Und jetzt kommen dann die Herausforderinnen. So, wer mag den Ball nehmen? Ich. Ja, die Pumps müssen aus wegen der Standfestigkeit bei Annalena.
Und ich sehe, dass Jule wahrscheinlich mit der Reichweite hier... Ja, wir haben die längste natürlich rausgesucht, ne? Ist ja okay, klar. Ja, es ist richtig. Das ist aber jetzt schon eine ganz schöne Benchmark, ja? Hopp, also. Ja. Ihr könnt es noch mal versuchen. Wir können mal einen machen. Also, der war gültig, sag mal so, ja? Halt langsam. Gut. Ja, perfekt. Nicht so schlecht. Also, ich nehme den mal weg. Weil ich glaube der hat sich noch ein bisschen bewegt. Aber den können wir definitiv stehen lassen. Und ich glaube, da braucht man nicht groß nachzumessen. Die Tennisdamen haben circa 15 cm Vorsprung. Vielleicht können die Gymnastin noch mal rüberkommen. Aber es war auch ein bisschen unfair, weil wir sind länger. Wir haben eine längere Körpergröße. Der Ausfallschritt ist länger. Also ja, aber ich fand natürlich die Architektur der Sportgymnastinnen ganz hervorragend. Wir haben das auch noch mal eine Zeitlupe dazu. Die können wir uns vielleicht anschauen. Slow-mo ab und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Hier, ein Ausfallschritt, der ist ja fast ein Spagat von Julia Görges. Die könnte auch bei den Sportgymnastinnen anheuern. Ja. Und da hinten wird schon ganz schön gerissen, dass man sie hält. Aber es war jetzt relativ die simple Variante, aber sie war effektiv, ja. Und die Damen haben sich ein bisschen komplizierter herangetraut. Es war beeindruckend mit diesem Bau. Die können wir uns auch noch mal anschauen, damit man diese Turmkonstruktion noch mal sieht. Erstmal der normale Ausfallschritt, das war so die Görges-Variante, ohne Festhalten. Aber dann hier. Bisschen rutschig. Ja, ist ein bisschen rutschig. Aber man ist so zu dritt oder zu zweit nicht unbedingt länger als Julia Görges. Ja? Das lernen wir dabei. Hat zumindest den eigenen ersten Versuch übertroffen. Herzlichen Dank und wir drücken alle Daumen für die Olympischen Spiele in London. Im August sind sie dabei, diese sechs. Und wir schauen an, wann die Fed Cup-Mannschaft im Fernsehen zu sehen sein wird, nämlich bei uns im SWR-Fernsehen. Am Samstag geht's schon los, ab 12 Uhr. Deutschland-Tschechien also aus der Porsche Arena hier in Stuttgart ab 12 Uhr. Und am Sonntag sind wir auch dabei, ab 11 in 1+ und ab 17.15 Uhr die Höhepunkte nochmal im SWR-Fernsehen. Also viel Glück, meine Damen, gegen Tschechien. Das wird ein schwerer Brocken, aber ich bin mir sicher, mit dem Teamgeist, der heute Abend demonstriert wurde, kann nichts mehr schiefgehen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Danke Ihnen für den Besuch hier im Studio und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Start in die Woche. Bis bald und tschüss aus Stuttgart.